Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Heute geht es im FA Cup gegen Manchester United und dann auch in der Liga in ein weiteres Spiel. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ihr wisst, es ist die beste Unterstützung und ich freue mich da riesig drüber. Es ist jetzt der dritte Karrieremodus, der am Laufen ist, neben dem Bielefeld-Karrieremodus und dem Hannover 96 Karrieremodus. Und ich denke mal, es gefällt vielen von euch, dass so viel Karriere kommt und mir auch, denn das ist für mich der Modus, der mir dieses Jahr deutlich am meisten Spaß macht. So, wir schnacken nicht länger nur rum, sondern kommen einfach mal dazu, was wir jetzt tun müssen. Und zwar scouten wir ein paar Außenverteidiger, unter anderem Linksverteidiger. Wir haben zwar Massi Ojeda und Jack Kobach. Allerdings ist Kobach ein Spieler, den ich nicht sonderlich schätze. Liegt vielleicht daran, dass er ehemaliger Black Cat ist, beziehungsweise eine ehemalige Black Cat, wer nicht weiß, was das ist. Sunderland, wer nicht weiß, warum das schlimm ist. Rivalität mit Newcastle. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wurde glaube ich sogar bei Newcastle ausgebildet, aber es macht's nicht besser. Wisst ihr, er ist zum Feind gegangen und dann muss man das auch, ne? Und Haidara ist halt gut, aber er braucht trotzdem jemanden hinter sich und damit ist mir da, ja, weiß ich nicht, nicht so geil. Ich habe da Ali Adnan ins Visier gefasst, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Ali Adnan halten würdet, wenn ich den verpflichte. Ob ich das tue, ist noch die große Frage. Genauso ist es bei Kevin Mirallas. Mirallas ist der Flügelspieler, den ich am interessantesten finde. Ich finde Bolasie auch nicht uninteressant, aber trotzdem, also die beiden, Bolasie und Mirallas, eher noch Mirallas, werden die sein, die ich mir im Sommer mal versuchen werde anzueignen, weil ich die wirklich sehr, sehr interessant finde. Aber momentan müssen wir noch mit unseren Gegebenheiten zurechtkommen. Das sind einmal, ja, ein Tab auf der anderen Seite, Thauvin im Sturm, Batshuayi und natürlich auch Rolando Ahrens oder auch Goufra, die aber heute in dieser Partie zumindest jetzt im ersten Mal keine Rolle spielen werden. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich Thauvin im Sommer behalte. An sich mag ich den Knaben. Also der ist nicht schlecht. Aber ich glaube, Mirallas würde sich auf der Position besser machen. Vielleicht Thauvin als Auswechselspieler. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Schreibt mal eure Meinung rein. Was meint ihr? Was sollte man da tun? Sollte man sich eventuell sogar Bolasie und Mirallas holen oder gar keinen von beiden? Wir spielen erstmal gegen Man United. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der Emirates FA Cup erwartete Manchester United im St. James' Park, beziehungsweise erwarteten die Magpies, ja, Manchester United im St. James' Park für den FA Emirates Cup. Wir sind mittlerweile angekommen im Achtelfinale dieses doch relativ bedeutsamen Turniers in England und natürlich überraschend bisher, dass in diesem Viertelfinale, nicht Achtelfinale, sowohl Newcastle als auch Manchester United standen, war es nach den bisherigen Wegen, die sie beschreiten mussten, nicht unbedingt. Letzte Runde hatte sich Newcastle gegen Blackpool durchgesetzt und Manchester United gegen die Queen's Park Rangers. Beide also mit Aufgaben betraut, die nicht zu schwer waren. Der Spieler im Fokus war einer, der in der letzten Runde 2 Tore erzielt hatte. Thomas Müller, gewechselt vom FC Bayern München zu den Red Devils mit seinem ehemaligen Teamkollegen Bastian Schweinsteiger, der aber heute nicht in der Startelf stand. Anders als beispielsweise Memphis Depay. Der stand auf dem Platz und wir schauen uns zunächst einmal die Aufstellung von Newcastle an. Im Tor Rob Elliott, der weiter in den Vorzug vor Tim Krull und Woodman erhielt. In der Defensive dann Kurt Zuma, Chancel Mbemba, Florentin Pogba und Massi Ojeda. Im Mittelfeld Sissoko, Emre Can, Ayoze Perez und vorne die offensive Dreierreihe. Natürlich wieder das Ligue 1 Trio. Die ehemaligen bei Marseille-Spieler Michy Batshuayi und Florian Thauvin und links Paul-Georges Ntep. Bei Manchester United Valdez im Tor, davor Damian Rojo, Smalling und Blind in der Defensive. Auf A6 Schneiderlin und Fellaini, davor Antonio Valencia, links Memphis Depay, Thomas Müller auf der 10 und Wayne Rooney als alleinige Spitze vorne drin. Natürlich das Wechselspiel, dieses Tandem zwischen, ja, Wayne Rooney und Thomas Müller. Beide können Mittelstürmer, Zehner und natürlich auch Stürmer spielen. Sollte Louis van Gaal hier den Vorteil verschaffen und es begann sogar relativ gut, denn Newcastle hatte Probleme in der Defensive in die Partie zu finden. Die erste Chance gab es tatsächlich sogar für Manchester United, aber gerade mal 4 Minuten gespielt, aber abgeblockt von Florentin Pogba und dementsprechend liegt das 0:1. Auf anderer Seite ging es dann richtig schnell los mit Paul-Georges Ntep. Der sprintet hier einfach mal durch die komplette Defensive hindurch. Passt den Ball nicht in die Mitte, sondern zieht ab. Und das war der Fehler, weil das ist da und kann dementsprechend das 0:1. Wenn er hätte in der Mitte gespielt, wäre eventuell das 0:1 gefallen. So blieb es erstmal beim Unentschieden, beim 0:0. Aber Newcastle war jetzt drin in der Partie und spielte gut weiter nach vorne. Hier sehen wir mal eine Aktion von Kurt Zuma. Beeindruckend, was der ja für einen Körper hat. Allgemein ist das ja die Stärke der Defensive von Newcastle mit Chancel Mbemba, Florentin Pogba und natürlich auch Kurt Zuma. Drei sehr physisch starke Innenverteidiger, die auch Rechtsverteidiger bzw. Außenverteidiger spielen können. Dann Freistoß, nachdem Rojo auf Außenbahn wieder den schnellen Paul-Georges gefoult hatte. Der ehemalige Spieler von Stade Rennes, der machte ordentlich Probleme der Defensive von Manchester United. Es gab die gelbe Karte für den Argentinier, allerdings passierte aus dem Freistoß weiter nichts. Jedoch ein paar Minuten später, 43. Minute, Ayoze Perez kann sich im Mittelfeld irgendwie gerade noch so durchsetzen. Dann der Pass auf Can, der leitet direkt weiter, Batshuayi und wieder ist Victor Valdez da, der mit einer klasse Parade, mit dem klasse Reflex das 0:1 aus der Sicht der Red Devils verhindert. War eigentlich schon drin das Ding und er fährt seine linke Pranke noch aus, der ehemalige Katalane, und verhindert so das 0:1. Die anschließende Ecke auf Paul-Georges Ntep mal wieder.
aber auch abgefälscht. Und das war dann der letzte Akkord dieser ersten Halbzeit. Es ging mit 0-0 in die Pause. Manchester hatte noch nicht so wirklich gezeigt, dass sie hier der Favorit war. Newcastle spielte ja keck nach vorne, hatte die besseren Gelegenheiten. Und bisher lag es nur an Victor Valdes. Das ist noch nicht 0-1 aus Sicht der Red Devils und für die Magpies stand. Die Fans waren dementsprechend zufrieden. Die zweite Halbzeit wurde dann nicht weniger spannend, denn es war ein richtig hochklassiges Fußballspiel hier im FA Cup. Normalerweise sind die Pokalspiele in England ja relativ von Spannung geprägt und von vielen Toren. Dieses hier, ja, da war es nur spannend, wann das erste Tor fällt und natürlich auch für wen. Erste Aktion im zweiten Durchgang, Emre Can ist das hier, setzt sich direkt mal auf der Außenbahn durch nach dem Anpfiff. Die Flanke in die Mitte ist abgefälscht, aber wird nochmal gefährlich für das Tor. Trotzdem geht der Ball über den Kasten. Es gibt jedoch den Eckball, ausgeführt von Moussa Sissoko, und der schlägt den raus auf Michy Batshuayi. Und das ist das 1-0. 49. Spielminute. Die Direktabnahme des Belgiers findet den Weg ins Tor. Keine Chance für Valdes. Das war eine richtige Granate. 196 km/h hatte Batshuayis Schuss auf dem Tacho. Und das ist Premier League-Rekord. Dumm nur, dass es im FA Cup war, da ist es trotzdem der Rekord. Trotzdem nicht ganz so schön für Michy Batshuayi, weil das hat er gar keine Chance, den Ball perfekt getroffen von Batshuayi mit aller Wucht und dann durch ganz viele Beine hindurch, und da kann der Spanier natürlich auch absolut nichts machen. Newcastle hatte jetzt die Führung, versuchte allerdings hinten sich ein bisschen ja aus der Bredouille zu ziehen, und Manchester versucht zurückzukommen, aber Thomas Müller allerdings scheitert, der im Außennetz. Rob Elliott musste noch nicht einmal wirklich eingreifen, und auf der anderen Seite gab es Konterchancen, der eingewechselte Mitrovic. Wunderbare Ballmitnahme im 16er gegen Valdes, muss er eigentlich machen, aber er verzieht deutlich, der Serbe einfach noch nicht richtig ankommen in der Premier League. Ab und zu mal gute Spiele, aber hier zeigt er wieder, dass er noch nicht ganz da ist. Die nächste Situation dann in der 89. Spielminute nochmal eine Flanke in die Mitte geschlagen. Allerdings wird auch das nichts, und das, ja, war dann der Schlussakkord. Das war das letzte Ding der Partie, die letzte Szene der Partie. Newcastle gewinnt mit 1-0 gegen Manchester United und zieht ein ins Halbfinale des Emirates FA Cup. Das Tor von Batshuayi mit 196 km/h nach der Ecke von Entebbe reichte, um den Magpies den Sieg zu bescheren. Die Fans natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Man hätte nicht erwartet, dass man in die nächste Runde kommt. Aber der Belgier ist momentan einfach eine absolute Tor- und Erfolgsgarantie für die Magpies. Wenn das so weitergeht, dann werden wir noch viel Spaß an der Mannschaft von MGT haben. Auf jeden Fall besiegt trotz der guten Torhüterleistung von Victor Valdes Newcastle Manchester United mit 1-0. Boah, war das ein Strich. 196 km/h waren vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, aber ich wollte eigentlich 156 sagen. Irgendwie sind 96 draus geworden. Mag an der Zahl liegen. Also ich mag die ja ein bisschen, die Zahl. Was einige von euch bestimmt noch nachvollziehen können. Aber nichtsdestotrotz war das auf jeden Fall ein richtig geiles Tor. Endlich mal funktioniert diese Eckenvariante, wie ich sie so gerne versuche. Ja, und vielleicht passiert das ja in nächster Zeit öfter mal, dass das funktioniert. Wir werden sehen. Wir haben mal wieder ein paar Spieler, die wir scouten. Maximilian Philipp unter anderem. Allerdings kann ich euch jetzt schon mal sagen, hab ein bisschen zu viel von dem gehalten, beziehungsweise ein bisschen zu viel von dem erwartet. So stark ist er nicht, kann man aber im Endeffekt auch nichts machen. Wir trainieren mal wieder unsere Spieler. Kurt Zuman nehmen wir, glaube ich, raus aus der Verlosung und bringen dafür, bringen wir gar keinen rein, oder? Bringen wir irgendwen rein? Ich habe keine Ahnung. Dieses Training ist halt auch schon wieder Ewigkeiten her. Ich glaube, Perez, ja genau, machen wir sogar Armstrong nicht auch noch? Nee, alles simulieren. Alles klar, machen wir dann so. Und die Ergebnisse sind durchweg in Ordnung. Zweimal D, dafür aber zweimal C und einmal A bei Batshuayi, der natürlich momentan richtig gut drauf ist. Und jetzt geht's nicht nur im FA Cup weiter, sondern in dieser Episode noch im Derby. Das heißt, wir spielen jetzt tatsächlich gegen das Team, was ich vorhin angesprochen habe, wo Jack Colback ja so ein bisschen gegen die Black Cats, gegen die Männer von, Under the Tyne, also das ist der Fluss, das ist nur für, ja, machen wir mal ein bisschen Historie, beziehungsweise Geografie. Also, das liegt ja beides an der Grenze zu Schottland, relativ weit oben in der Nähe von Edinburgh. Und zwischen den beiden Städten Sunderland und Newcastle, Newcastle heißt auch Newcastle upon Tyne, fließt die Tyne lang, das ist ein Fluss. Newcastle ist oben, Sunderland unten, und dementsprechend ist die Rivalität da. Dementsprechend wird aber trotzdem Colback natürlich in dieser Partie nicht zum Einsatz kommen, das ist, denke ich mal, ganz klar, weil, gegen seinen Ex-Verein immer so ein bisschen kritisch. Wir spielen mit einer sehr, sehr traditionellen Elf, sage ich mal, mit Spielern, die nicht unbedingt der Startelf entsprechen, aber die halt sich mit Newcastle identifizieren können, beziehungsweise kämpfen werden, wo ich mir relativ sicher bin. Und das müssen wir auch tun. Das sind Spieler verloren. Jetzt wollen wir gewinnen. Viel Spaß und bis gleich. Das Tyne World Derby zwischen Newcastle United FC Sunderland war das Duell, was diese Woche die Premier League in ihren Bann zog. Das Hinspiel hatten die Magpies auswärts im Stadium of Light noch kläglich verloren. Jetzt im St. James' Park sollte vieles anders werden. Momentan ist Newcastle auf einem Höhenflug. Zuletzt erst der Sieg im FA Cup gegen das hochfavorisierte Manchester United. Und jetzt die Möglichkeit, die bereits mit zwei Spielen Vorsprung dastehenden Männer aus Sunderland ja komplett davon zu ziehen. 4 Punkte Vorsprung, momentan aber halt auch 2 Spiele weniger. Mal sehen, was man daraus noch so machen kann.
Trainer Michy Batshuayi und Paul George und Tab eventuell momentan die besten Magpies und die standen natürlich in der Startelf. Der Spieler im Fokus war Jermaine Lenz, der bisher 9 Tore in der Premier League Saison erzielt hatte. Eventuell könnte man sagen, dass Batshuayi, hätte er von Anfang an gespielt, genauso viele Tore hat, beziehungsweise hat er momentan 7 Saisontore auf dem Kasten, aber Lenz momentan der gefährlichste bei Sunderland, das sollte man natürlich nicht verachten. Elliot Dix, Mbemba, Zuma, Haidara in der Defensive bei Newcastle, davor Sissoko, Chan Perez, Aarons, Michy Batshuayi und Paul George und Depp. Das heißt, der einzige Änderung so wirklich in der Startelf, zumindest in der Offensive, war Rolando Aarons, der für den ja erschöpften Florian Thauvin in die Mannschaft rückte. Auch bei Sunderland gab es eine sehr interessante Aufstellung. Mantilio in dem Tor, Matthews davor zusammen mit Roberge Kabul und Van Aanholt, Rodwell Cattermole, Adam Johnson, Jermaine Lenz und vorne dann ja auf der 7 bzw. auf der 10er Position mit der 7 Larsson in der Sturmspitze, Stephen Fletcher. Die sollten für Torgefahr sorgen vor dem Tor von Rob Elliott, der ja momentan immer noch der Stammtorhüter bei den Magpies war. Immer noch ist Krüll nicht mal im Kader, sitzt auf der Tribüne ab und zu mal, sitzt ab und zu mal zu Hause. Das Verfahren der FA zieht sich noch ein bisschen hin, ist noch nicht klar, aber überhaupt jemals wieder für die Magpies spielen wir. Wir springen rein in die Partie. Junis Kabul, der Defensivstratege, zusammen mit seinem Landsmann Roberge, die hatten bisher in der Saison sehr, sehr gut ausgesehen. Ob das heute so weitergehen wird, wir werden einfach mal schauen. Wir springen rein und wir haben die erste Aktion auf Seiten von Sunderland. Das ist Stephen Fletcher, der sich den Ball erobert. Der legt nochmal raus. Doppelpass da auf der Außenbahn. Stephen Larsson dann mit dem Ball auf Johnson. Der legt nochmal in die Mitte und dann das Foul von Larsson. Nicht abgepfiffen. 1:0. 16. Minute, die erste Szene der Partie und das 1:0 für die, nicht Außenseite, aber für die Gästemannschaft, die normalerweise im James' Park nicht so gute Leistung bringt. Der Schwede hätte allerdings dieses Tor gar nicht erzielen dürfen. Es hätte abgepfiffen werden müssen. Wir werden es in der Wiederholung sehen. Eigentlich ist der Pass von Johnson nicht gut und eigentlich ist der Ball auch weg. Aber hier, da zieht er ganz eindeutig am Trikot und schubst. Massio Haidara erobert sich dann den Ball, macht das Tor. Es hätte trotzdem nicht zählen dürfen. Es zählt und es stand 1:0 für Sunderland. Newcastle übersichtlich geschockt, versucht aber zurückzukommen. 34. Minute, Ronald Aarons, der jamaikanische Jungnationalspieler, mit einem ordentlichen Antritt. Der Ball raus auf Michy Batshuayi. Der setzt sich da durch gegen Patrick Van Aanholt. Ist im 16er mit seiner ganzen Wucht. Haut drauf und macht das 1:1. 36. Spielminute, der Ausgleich für die Magpies. Pantilimon sieht dann nicht so gut aus, aber das war einfach wieder die Schusskraft von Batshuayi. Hat er letzte Woche bzw. unter der Woche im FA Cup bereits bewiesen, was der für einen gewaltigen rechten Fuß hat. Und hier beweist er, dass das wirklich der Fall ist. Van Aanholt wird einfach abgeschüttelt, zwar physisch stark, aber nicht stark genug. Und dann aus spitzem Winkel einfach auf die kurze Ecke mit dem linken Fuß. Dieses Mal auch da die Kraft auf jeden Fall gebündelt. Und Pantilimon, der Rumäne, ist dann chancenlos. Es ging weiter mit Batshuayi, der macht richtig Alarm. Jetzt schöner Versuch hier. Aber Pantilimon ist diesmal auf dem Pfosten und faustet den Ball zur Ecke weg. Das war trotzdem eine richtig gute Aktion vom Belgier, der jetzt richtig heiß lief. Es ging danach aber erstmal in die Halbzeit. 1:1. Zwischen den beiden Time-Teams. Junis Kabul hatte bisher seine Defensive ganz gut sicher gehalten, bis zum 1:1. Auf der anderen Seite Kurt Zuma, was soll man sagen? Es war ein irreguläres Tor. Das heißt, beide Defensivreihen noch nicht viel falsch gemacht. In der zweiten Halbzeit sollte das nicht viel anders werden. Es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Teams versuchten viel nach vorne, allerdings gelang ihnen relativ wenig. Wir springen schon direkt nach der Halbzeit mal wieder rein in die Partie. Das ist Paul George und Tab mit dem Ball auf Rolando Aarons, aber der macht da eine Rückgabe auf das Tor von Pantilimon, der da keine großen Probleme hat, diesen Ball zu halten. Auf der anderen Seite nach knapp 12 gespielten Minuten im zweiten Durchgang Jermaine Lenz, der erfolgreichste Torschütze der Black Cats. Die Flanke auf Stephen Fletcher, der Kopfball knapp am Tor vorbei. Das war eine richtig große Chance. Da macht Elliott so ein bisschen einen auf locker, aber das war gar nicht so locker, wie es aussah. Auf der anderen Seite wieder die Kopfballchance, allerdings abgewehrt von der Defensive von Sunderland. Es gibt den anschließenden Eckball reingebracht von Moussa Sissoko und da steht dann Chancel Mbemba auf der Linie, geklärt von Valentin Roberge. Das war eine richtig gefährliche Situation, es blieb aber so beim 1:1. Es war ein offener Schlagauftausch, Chancen auf beiden Seiten, Stephen Fletcher mit dem Versuch, Rob Elliott mit einer klasse Parade. Der Nachschuss kommt dann nicht mehr zustande, die Flanke nochmal in die Mitte, aber dann rausgeklärt von der Defensive der Magpies. Die bulligen Innenverteidiger sind halt immer schwer zu überspielen. Letzter Akkord von Lucas in der Offensive, nochmal Paul George und Depp mit der flachen Hereingabe in die Mitte und der Schussversuch von Sissoko, den muss er eigentlich machen, aber eine klasse Parade von Pantilimon und im Endeffekt wird der Ball sogar im Spiel gehalten. Klasse Aktion, sowohl natürlich von der Offensive der Magpies, als auch von der Defensive von Sunderland, beziehungsweise vom Keeper der Sunderlander. Dann gab es die Riesenchance auf der anderen Seite, allerdings kann Adam Johnson den Ball nicht im Tor unterbringen und dementsprechend blieb es beim 1:1 im Time World Derby. Ein gerechtes Unentschieden auf beiden Seiten, gute Chancen auf beiden Seiten, sehr gute Aktion und im Endeffekt können beide mit diesem Punkt sehr gut leben. Newcastle bleibt dementsprechend 4 Punkte weiter vor Sunderland, weiterhin
Bayern auch 2 Spiele Vorsprung. Das heißt, theoretisch haben sie 10 Punkte Vorsprung auf den direkten Rivalen. Michy Batshuayi war einmal mehr die Torgarantie bzw. der Erfolgsgarant für Newcastle United. Unter der Woche ein wichtiges Tor gemacht. Heute vielleicht zumindest für die Fans noch ein viel wichtigeres, denn es bringt im Endeffekt zumindest den Punkt und nicht die 2. Niederlage in der Saison im Tyneside Derby. Newcastle und Sunderland, die Magpies und die Black Cats, die trennen sich mit 1:1 im St. James' Park. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass wir jetzt nicht unbedingt den Sieg einfahren konnten. Das wäre schön gewesen, weil wir ja die Farce der Niederlage in der Hinrunde über uns ergehen lassen mussten. Allerdings ist auch ein Unentschieden in Ordnung. Das gab viele Chancen auf beiden Seiten. Ich bin ein bisschen verärgert, dass Sissoko das Ding nicht reingeballert hat. Aber Pantilimon hat natürlich auch einen klasse Reflex gezeigt. Dafür war er beim 1:1 so ein bisschen, naja. Aber gut, ja, Batshuayi hat einfach eine richtige Kanone im linken, beziehungsweise allgemein in den Beinen. Und von daher kann man da nicht viel mehr verlangen. Wir scouten mal so ein paar Spieler, beziehungsweise gucken uns ein paar Spieler an. Aber es ist dann niemand wirklich Interessantes dabei, abgesehen von Kevin Monet-Paquet, genau, den beobachten wir auch einfach mal von Saint-Étienne, weil der allgemein wie ein guter Allrounder aussieht, und Saint-Étienne hat ja interessante Flügelspieler, bestes Beispiel Alain Saint-Maximin. Das war's für diese Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, zeigt mir, dass euch der Karrieremodus weiterhin gefällt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dann, haut rein, schwarzer Bildschirm jetzt schon, okay, und ciao, schon, okay, und ciao, schon, okay.